Vulkane haben die Landschaft unseres Planeten maßgeblich mitgestaltet. Sie erschafften neue Landstriche, können aber auch ganze Spezies ausrotten. In diesem Video schauen wir uns die größten Vulkanausbrüche an, die jemals mit einer Kamera festgehalten werden konnten. Brach in Mexiko der 5452 Meter hohe Popocatapetl-Vulkan aus. Das überraschte in der Region allerdings niemanden mehr, denn dieser Schichtvulkan, der nahe der Millionenstadt Mexico City liegt, gilt als sehr aktiv und bricht alle paar Jahre aus. In 2015 brach in Japan der Tsukurejima aus und spuckte wochenlang Asche und Rauch auf die umliegenden Städte. Glücklicherweise liegt der Vulkan auf einer Insel, sodass das meiste Magma in den Ozean floss. Nur wenige Tage zuvor hatte ein Betreiber als ersten japanischen Reaktor nach der Nuklearkatastrophe von Fukushima einen Block des Kernkraftwerkes Sendai wieder hochgefahren, das etwa 50 Kilometer vom Vulkan entfernt liegt. Der Ausbruch blieb aber diesmal glücklicherweise folgenlos. Eine Besonderheit dieses Vulkans sind die sogenannten schmutzigen Gewitter, die am Tsukurejima sehr häufig beobachtet werden können. Sie entstehen bei einem Ausbruch, wenn durch die Reibung von Aschepartikeln elektrische Spannung entsteht, die sich dann in Form von zuckenden Blitzen entladen. Diese Bergsteiger haben Glück, noch am Leben zu sein, nachdem sie am Mount Asama eine Eruption hautnah miterleben mussten. Sie konnten glücklicherweise noch rechtzeitig hinter Felsen Schutz suchen, bevor die Aschewolke sie unter sich begraben hätte. Manjama. 2015 brach ebenfalls der nordöstlich von Karthago gelegene Turrialba-Vulkan aus Costa Rica aus. Er ist mit 3325 Meter der zweithöchste Vulkan des Landes und besteht hauptsächlich aus dem vulkanischen Gestein Andesit. Glücklicherweise wurden bei dem Ausbruch keine Todesopfer bekannt. Allerdings mussten nahegelegene Flughäfen und Einrichtungen aufgrund der dichten Aschewolke tagelang stillgelegt werden. Ein Jahr später, im Jahre 2016, brach er sogar dreimal aus und legte die Region lahm. Der vielleicht berühmteste Vulkanausbruch, der bislang auf Video festgehalten werden konnte, ist der des Mount St. Helens im Jahre 1980. Es ist ein im Süden des US-Bundesstaates Washington gelegener 2529 Meter hoher Schichtvulkan. 57 Menschen fielen dem Vulkan am 18. Mai 1980 zum Opfer, was diesen Ausbruch zu einem der tödlichsten Vulkanausbrüche der Moderne machte. Verschiedene pyroklastische Ströme, in denen Temperaturen von über 640 Grad Celsius herrschen, rasten mit einer Geschwindigkeit von 400 km/h bergab und vernichteten die gesamte Fauna und Flora des Gebiets. Wenn du noch mehr über Vulkane und die größten Ausbrüche der Geschichte erfahren willst, schaue dir auch dieses Video an. Ich bedanke mich bei dir für deine Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Video.